Fünf Studenten aus Italien, Frankreich, Syrien, Wien und Vorarlberg bewohnen eine turbulente WG in Dornbirn. Als der Vorarlberger auf Urlaub ist, müssen seine Mitbewohner zu ihrem Schreck erfahren, dass er sie alle beim Wohnungsamt als Vorarlberger Familie eingetragen hat, um in den Genuss von geförderter Miete und Kindergeld zu gelangen. Und da prallen natürlich die verschiedensten Charaktere aufeinander. Das Kriterium aber zweifellos ist es auch, sich wie echte Vorarlberger zu geben. Da sind die Russländer und die hunderte Vorarlberger zu bedienen. Das ist der Grund, warum es bis funktioniert. Weil wir sie noch fürs Vorarlberger verlag haben. Der Grund, warum wir die niedrigste Arbeitslosenquote haben. Die höchste Mieten und die besten Saalbahnen. Von denen alleine man nicht partizipieren kann, geht es doch ausschließlich darum, dem angekündigten Prüfer eine echte Vorarlberger Familie vorzugaukeln. So machen wir es. Wir sind eine ganz normale Multikulti-Patchwork-Family, wie sie inzwischen zu Hunderttausenden in Österreich rumlaufen. Und wer bin ich? Das ist Uli, Papa, Marelli. Und auch der weiß ganz genau, was man unter Chörig versteht. Es gibt keine Chörig-Übersetzung für Chörig. Chörig ist etwas immer genau dann, wenn es so ist, wie es im Vorarlberg zu sein hat. Und wie hat es zu sein? Was aber ist ein Chöriger Vorarlberger, ein Xieberger? Das wollten wir von den Besucherinnen und Besuchern der Kulturbühne Schrunz in Erfahrung bringen. Ja, also ich denke, ein Xieberger ist, wo ein großes Haus hat, eine große Garage und wahrscheinlich noch in der Garage vielleicht noch ein Motorsager und gescheit Holz vor der Hütte. Ja. Ein Xieberger muss xiebergerisch reden können. Einfach xiebergerisch lachen, so sie wie wir sind. Einfach ganz bodenständig so. So der Mann ist ein Xieberger. Und der richtige Xieberger sind ja bunte Funder. So oder so. Im Mittelpunkt stehen ohnehin die Jungschauspieler, die im Übrigen ausnahmslos brillieren wie große Stars. Ohne Allüren. Eben eine echte Freundestruppe. Das ist eine WG, wie ich sie gern gehört hätte zu meinen Studienzeiten in Wien. Ich habe leider nicht so gute Erfahrungen gehört, aber mit den Jungs und Mädels hätte ich sofort in der WG zu ihr. Alleine schon des Italieners wegen, der seine Mentalität molto perfetto einzusetzen weiß. Also die Franzosin, die Virginie, oh, diese super, super, aber diese Wienerle, der Rudi, der stinke totale. Ich habe fertig. Dieses Wienerle eben mit dem Slang, der die Truppe aufmischt, nona net, fällt der Abflieger bekanntlich nicht weit vom Stamm. Ja, ganz ehrlich, mir kommt so vor, als wenn die Vorarlberger über jeden Schaß lachen. Ja? Ist wurscht, was ich sage. Wenn ich rauskomme, kann ich irgendwas sagen, jeder lacht, verstehst? Aber ganz ehrlich, von der alten Frau bis zum jungen Bauer, super Publikum, jeder lacht über mich. Über mich, nicht mit mir. Lachen auch über Mademoiselle. Un petit Französische darf er im Stücke nicht fehlen, mit Virginie, die den Jungs ordentlich Stoff gibt und nur allzu gut weiß, dass man mit dem multikulturellen Touch absolut am Nabel der Zeit ist. Das ist sicherlich so, ja. Integration ist natürlich ein grosses, wichtiges Thema, auch im Jahr 2011. Und wir beim FOFO versuchen das Thema, das ja zum Teil auch ein bisschen heikel ist, auf eine sehr lustige, positive Art und Weise auf die Bühne zu bringen. Nach zweistündiger Höchstbeanspruchung der Lachmuskeln wird allen eines klar. Der Deschek des Quintetts ist der Xieberger. Und dem platzen für uns schon mal Backstage die Nerven. Roberto, jetzt lass mal. Jetzt ist Schnauze voll. Da brennt der Hut, gell? Ich muss immer als ausbaden. Ich organisiere die ganze Scheiße, die Wohnung. Die Miete kommt nicht pünktlich, was soll das? Genau das sind die Gefühlsausbrüche, die einen unvergesslichen Abend auf der Schrunzer Kulturbühne bescherten. Dazu ein Moderator, der dem ganzen Wohnungshickhack ein überraschendes Ende setzt. Also so machen wir's. Wir spielen Vorarlberger. Lütli, haben ja gewiss, dass ich mir auf einen Verlag hat. Und was ist, wenn der Prüfer ist nicht pünktlich? Ja, der sagt, Vorarlberger sind immer pünktlich.
Ihr grüße Gott miteinander. Roberto, was machst du da? Bist du jetzt der Prüfer von der Fogivosi? Nein, um Gottes Willen. Ich bin der Mann vom Fernsehen. Und was machst du jetzt da bei uns? Ich habe zwei Nachrichten für euch. Eine gute und eine schlechte. Ja, die schlechte zuerst. Die Fogivosi hat eure Miete erhöht. Und die gute Nachricht? Wir räumen unsere Redaktionsräume für euch und ihr zieht bei uns ein beim Fernsehen. Ja, das ist ein gehöriger Vorarlberg, auf den man sich verlassen kann. Und genau drum bin ich bei Montafon TV. Ein Tag macht Fernsehen.